herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leitwolf Training 30 Minuten. Ich habe heute Besuch von jemandem, den ich schon mein halbes Leben kenne, aber ich glaube in den letzten 26 Jahren nur dreimal gesehen habe oder so. Na, schon ein paar Mal. Genau, Tanja, du wohnst gar nicht weit von mir. Nee. Die Zeit läuft schon und es ist auf 30 Minuten begrenzt. Lass uns die Zeit nutzen. Was hast du mitgebracht? Ich habe 4 Hunde. Eine Mutter, ein Vater und 2 Jungtiere, die beide noch da sind. Die sind jetzt fast ein Jahr alt. Okay. Eine Mischung zwischen Malinois, Malamut und was weiß ich was. Ja. Also keine Chihuahuas, keine kleinen Hunde. So. Okay. Wäre die erste Frage, ob ein Familienrudel ein anderes ist als ein zusammengestelltes Rudel. Ja, definitiv. Und warum? Weil es eine Familie ist. Ah, okay, also kann man wie bei Menschen sehen. Ja, ja, das ist... In dem Moment, wo Vater, Mutter und die Kinder zusammen sind, ähnelt das wirklich schon einer Rudelstruktur. Also es ist nicht gewachsen wie im herkömmlichen Sinne, ja, wo auch noch Tanten und Onkels dabei sind und wo Rudelmitglieder abwandern oder sowas, sondern es ist wirklich eine Kernfamilie. So kann man das sagen. Und von der Energie, die in so einer Gruppe ist, ist das auch anders als in einem zusammengewürfelten Rudel. Ja, weil die einfach miteinander verwandt sind. Vater und Mutter natürlich nicht. Ja, nee, das ist so die Vater und Mutter, das ist so die einzige Größe, wo ich sagen würde, die hast du ja willkürlich zusammengestellt, mehr oder weniger. Das war ja vielleicht keine Liebeshochzeit, sondern eher trieblich bedingt. Ja. So, und das ist so ein Faktor, der das Ganze so ein bisschen ins Wanken bringt, wo ich sagen würde, naja, die Elterntiere leben halt mehr oder weniger gezwungenermaßen zusammen, haben sich aber offensichtlich auch verstanden, sonst hätte die Hündin den Rüden ja nicht dran gelassen. Aber jetzt habe ich wirklich Vater, Mutter und 2 Kinder und die Kinder tragen im Prinzip das weiter, was sie von den Eltern mitbekommen haben. Und das ist definitiv ein Unterschied zu einem willkürlich zusammengesetzten Rudel, ja. Okay, und ich habe ein Problem mit einer Hündin. Also ich habe halt 3 Mädchen, einen Rüden. Der Rüde ist kastriert jetzt, damit wir nicht nochmal so einen Unfall haben. Und eine Hündin, die kommt, wenn die reinkommt, die unterwirft sich dermaßen, das ist wie, der Boden muss sich auftun, die kriegt schon so eine, ich sag mal, so eine U-Haltung, die wird so ganz schief und der Kopf auf dem Boden und das tut mir immer furchtbar leid, aber... Macht sie das dir gegenüber oder den Hunden? Nee, mir gegenüber nicht, das ist gegenüber ihrer Mutter vor allen Dingen. Okay, wie macht sie das dir gegenüber? Mir gegenüber hat sie das nicht. Mir springt sie an und leckt mir halt am Hals, ne, aber, oder versucht. Gut, das ist ja vom Demutsverhalten her ein und dasselbe. Nur das, ja, das sieht bei der Mutter wesentlich schlimmer aus. Und ich denke dann immer, oh Gott, du armes Mäuschen, was ist passiert? Ne? ich würde mal so sagen, wenn dir das leid tut, dann verstehst du nicht, dass das so sein muss. Ja, ich habe gerade, wo du gerade gesagt hast, ich verstehe nicht, warum das so sein muss, tatsächlich kurz drüber nachgedacht, dass, wenn das so war, wo sie noch ein bisschen kleiner war, habe ich mich tatsächlich dabei erwischt, zu sagen, komm mal her. Ja. Wenn sie nicht so, und dann hat sie dann zwischen meinen Beinen gesessen und ich habe, ja, du Arme, genau, ne? Ja, genau. Und das, kann das sein, dass sich das deswegen so angeeignet hat, ja? Ja, ja. Also rein fachlich, ja, spricht man, ist die eine Form der Demut der Mutter gegenüber etwas, was man passive Demut nennt. Ja, das ist viel, also von der Energie her sehr ruhig, vieles von dem anderen abgewandt. Also wenn der andere guckt, geht der Blick zur Seite, da wird gezüngelt, da wird langsam gegangen, die Rute ist eingeklemmt und so weiter, ja? Das ist dieser Teil passive Demut, wo der Hund sich sehr stark zurücknimmt, um dem anderen seine Unterwürfigkeit zu zeigen. In dem Moment, wo das nicht reicht, ja, und der andere würde hergehen, oh, was willst du denn, meine Süße, switcht das beim Hund um und er geht in das, was man aktive Demut nennt. Viel höheres Energieniveau, starke Rutenbewegung, Anspringen, Pfoten gegen den anderen und der Versuch, die Maulwinkel des anderen zu lecken. Und das ist das, was sie bei dir macht. Und das ist in dem Zusammenhang, wie du es gerade beschreibst, ja, wird jetzt hart für dich, würde ich sagen, bist du in dem Moment der Störfaktor für die Hunde. Weil du hast, also wir reden dann nicht mehr über ein natürliches Ausdrucksverhalten des Hundes. Die Hündin würde sich dir gegenüber genauso verhalten wie der Hündin, wie der Mutter gegenüber, ja, wenn du das aushalten würdest. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ist ja auch, vielleicht habe ich das falsch ausgedrückt. Also sie macht das jetzt, wie es Unterwerfen bei der Mutter, und als sie kleiner war, habe ich dann halt, komm mal her, weil ich nicht wollte, dass sie dann so einen drüber kriegt, genau. Ne? Heute mache ich das nicht mehr. Das ist egal. Das reicht aber Welpen einmal. Schon eingespeichert, ja. Ne? Der erste Kontakt zwischen Neuhundehaltern und ihrem Hund, ihrem Welpen, ist, ach komm mal her. Und das Dilemma ist, bevor die Beziehung angefangen hat, habe ich die erste Störung schon drin. Der Hund versteht nicht, warum er auf Händen getragen wird.
Versteht er nicht. Und jetzt hast du eine Familienstruktur. Ja? Und Vater und Mutter sehen, wie du dich ihrer Tochter gegenüber verhältst und fragen sich, hä? Warum? Warum macht die das? Warum gibt die dir keinen auf den Deckel, so wie wir das machen? Ja, weil es nicht menschlich ist. Ja? Und das muss auch gar nicht sein. Du musst dem Hund keinen auf den Deckel geben, damit er dich ernst nimmt. Ja, weil ich habe gerade das Bild vor Augen von meiner Hündin und meinem Rüden, wie die dann schon mal echt so stehen. Genau so ist das. Stell dir vor, Vater und Mutter kommen zum Elternsprechtag. Ja? Haben eine rotzfreche Göre. Ja? Und die Lehrerin erzählt von dem Mädel als Prinzessin und wie lieb die ist. Und tätschelt ihr die Haare. Ja? Und die gucken sich an und fragen, hä, sind wir im falschen Land? Was macht die da mit unserer Tochter? Ja, wo wir es gerade so bildlich dargestellt haben, habe ich wirklich gedacht, ja, die gucken wirklich genau. So. Wie alt sind die Jungtiere? Die werden Mitte Februar, ja. Okay, Läufigkeit schon gewesen? Mhm. Zwei Hündinnen, ne? Noch nicht läufig gewesen. Okay. Zwar, und ich weiß jetzt nicht, ob das so ist, aber was würde ich jetzt tippen? Also die Toffi ist jetzt läufig, die Mutter. Ist jetzt so, klingt gerade ab. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das so ist, ob die, ich denke mal schon, dass sie das vielleicht bremsen, ob das überhaupt geht, die Mutter, ne? Weil die sind schon fast ein Jahr und die waren noch nicht einmal läufig, ne? Ich meine, ich weiß, die können auch nach 12 Monaten, ne? Aber beide noch nicht. Mhm. Ja, es gibt zwei verschiedene Varianten. Also es gibt mehrere, aber es gibt zwei, die ich so kenne. Dass die Jungtiere ihre Läufigkeit unterdrücken, wenn die Mutter läufig wird. Es kann aber auch das Gegenteil passieren, dass alle Hündinnen gleichzeitig läufig werden in der Gruppe. Eindeutig nicht. Gut, kann ein gutes Zeichen sein. Also macht mir jetzt eine Menge Mut, zumindest dieses Thema dieses Mini-Konflikts, ja, das sich so durch dieses unterschiedliche Demutsverhalten äußert, das wieder so ein kleines bisschen in eine Bahn zu bringen, wo ich dir raten würde, halte dich da ein bisschen mehr raus und beobachte, wie die Mutter sich den Töchtern gegenüber verhält. Und mach das genau so. Also natürlich nicht auf allen Vieren und Bomben, ne, sondern schon auch mit ein bisschen menschlicher Intelligenz. Aber da liegen wir echt gut. Also ich mache mir das eigentlich immer zunutze, wenn ich eine relativ intakte Rudelstruktur habe. Dann schaue ich mir den souveränsten Hund an, der am meisten zu sagen hat. Und ich gucke, wann der sich einmischt und wann der sich raushält. Und genauso mache ich das auch. Ich mische mich nicht ein, wenn der Leithund sich nicht einmischt. Ja? Ja, ich habe, also gerade Rudel. Also ich erwische mich manchmal dabei, einfach, das ist aber glaube ich mein menschliches Ding, weil es mir dann auf den Keks geht, dass die Toffi, also die für mich halt einfach Sagen hat, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es sieht für mich so aus, weil die maßregelt, dann maßregelt die wegen irgendwas und ich bin der Meinung, was ist denn, ist überhaupt nichts, hör auf. Und sag ihr dann Bescheid. Das habe ich aber schon versucht anzustellen. Versuche es mal. Weil sie wird ja, ja, ne, manchmal rutscht mir das trotzdem noch raus, aber sie versucht ja was zu regeln. Genau. Was du gar nicht erkannt hast. Genau, und dann guckt, und dann sage ich dir, lass es sein, oder was weiß ich, was ich dann sage. Dann guckt sie mich an, als wenn, was willst du denn? Genau, ja. Aber das habe ich halt schon festgestellt für mich. Ja. Ich sehe es nicht, aber du bist der Meinung, in deinem Rudel, da stimmt richtig. Ich und muss die jetzt Hunde, hier. Ja. Die Hündin, gerade die Hündin und gerade die Mutter weiß doch, was ihre Töchter brauchen. Sie kann sich doch auch noch an das erinnern, was sie selber bekommen hat. Falls sie es bekommen hat. Weißt du was über ihre. Hat sie nicht. Nee, also Toffi und Colin sind beide aus Rumänien, aus dem Tierschutz. Mhm. Toffi ist mit 6-7 Wochen gefunden worden, ganz alleine, tiefsten Schnee gefroren, was weiß ich. 6 Wochen? Ja. Oje. Und der Colin mit Mutter und ein paar Geschwistern ausgesetzt, aber auch noch sehr jung, aber der hat halt seine Mutter dabei. Ne? Also nur was deine Hündin angeht, ja, das spricht für eine unglaublich starke Persönlichkeit. Weil eine Hündin, die das von sich aus sich heraus macht, ja, und mit vielleicht noch früher als 6 Wochen die Mutter verloren hat und die behütete Wurfgruppe, sage ich mal, ja, der muss schon echt Charakter mitbringen. Der muss schon echt Kompetenzen mitbringen, wenn sie als Mutter jetzt so natürlich und so souverän mit ihren Töchtern umgeht, da kann ich nur tief den Hut vorziehen. Und da solltest du dich zurückhalten oder dich von ihr leiten lassen und dir von ihr sagen lassen, was du machen musst für die Gruppe und was nicht. Spielt das überhaupt eine Rolle? Also ich meine, spielt der Mensch, spiele ich überhaupt eine Rolle für den Hund? Also weißt du, wie soll ich das sagen? Also ich weiß schon, dass sie das gut macht und das auch alles maßregelt, ne? Aber, ja, wie soll ich die Frage stellen? Ich frage mich manchmal, ob ich für sie überhaupt eine Position in dem Rudel habe, ne? Ob ich... Definitiv hast du die, klar. Weil die gehen ja nicht in den Wald und jagen.
Nee, nee, das stimmt. Ja, die reißen sicherlich das Futter selber. Nee, nee, nee. Ach, also du verteilst Ressourcen, du schaffst eine gewisse Ordnung. Ja, du hast einen Garten, ne? Mhm. Ja, du schaffst eine gewisse räumliche Ordnung durch den Zaun, durch so etwas wie hier wohnen wir, da wohnen die anderen. Natürlich hast du eine Bedeutung. Du machst die Leinen dran, wenn du rausgehst oder wenn euch Hunde entgegenkommen. Du bestimmst, mit welchen Hunden sie Kontakt haben und mit welchen nicht. Ja, Kontakt zu anderen Hunden. Mhm. Oha, was habe ich denn da angesprochen? Also für Toffee ist das kein Problem, Ivy und Lou auch nicht, also die beiden Mädchen, so heißen die. Colin geht gar nicht. Andere Hunde, ganz, ganz schlimm. Mhm. Das, Colin ist der, Müde? Mali-Mix, ne? Mali-Mix, genau. Okay. Mich beschützen, Rudel beschützen, da ist er ganz vorne dabei, aber nur draußen. Mhm. Weil im Haus, da ist der chilligste Hund ever. Mhm. Also da nix, gar nichts. Fremde Menschen, andere Hunde, geht gar nicht. Ich könnte es mir jetzt leicht machen und sagen, typisch Mali. Ja? Ich mache es mir aber ungern leicht und außerdem würde das dem Hund nicht gerecht werden. Ich würde mich fragen, spricht dieses Verhalten, was er draußen zeigt, für irgendetwas, was du drinnen verbessern kannst? Ja, weil das ist oft ein Verhalten von Hunden, die innerhalb der eigenen Gruppe mit irgendetwas überfordert oder unterfordert sind. Ja, und dann sowas wie Begegnung mit anderen Hunden oder mit fremden Menschen eher als konditionierten Blitzableiter sehen. Die dann einmal kurz ihren Frust oder ihren Dampf ablassen. Ja, eine Begegnung, wo viele Menschen dann glauben, das sei ein typischer Malinois-Schutztrieb oder das sei Schutztrieb eines Hundes, der seinen Menschen verteidigt und so weiter. So leicht mache ich es mir nicht. Und das würde auch den Hunden nicht gerecht werden, die auf eine Rasse zu reduzieren oder auf einen Schutztrieb zu reduzieren. Für mich bedeutet das Verhalten eines Hundes, der innerhalb einer Gruppe lebt, immer auch ein Merkmal für die Ordnung innerhalb der Gruppe. Und ein Hund, der so massiv nach außen geht, oder unkontrolliert oder überschießend, ja, der hat auch irgendein Thema innerhalb der Gruppe, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil es hat irgendwas mit Führung zu tun. Wenn du den Raum für deine Gruppe sicher abschotten würdest und sagen würdest, das ist unser Bereich, ja, und das da ist der Bereich des anderen, da haben wir nichts mit zu tun. Und wenn jemand aus dem äußeren Bereich in unseren Bereich reinkommt, dann könnt ihr mir glauben, dass ich das organisiert kriege und dass ich das gemanagt kriege. Ja? Und ich vermute, dass dein Rüde dir das nicht glaubt, warum auch immer. Ja, war mir fast klar, dass du das sagst, weil ich natürlich auch schon mal getestet habe, mit ihm alleine spazieren gehen. Gleiche Strecke, trifft man gleichen Leuten, gleichen oder fremde Hunde, da ist das ganz anders. Ja. Ne? Also wenn ich mit ihm alleine, ist völlig anders. Ja, dann hat es was mit der Ordnung in der Gruppe zu tun. Und ich will jetzt nicht darauf rumreiten, also nicht alleine darauf, aber es reicht in so einer Struktur schon, dass du dich einem Welpen gegenüber komisch verhältst und der Vater in der Gruppe verliert das Vertrauen in dich, weil er sagt, was macht die denn da? Naja gut, für ihn komisch. Da kann ich mich drauf verlassen. Genau, für ihn komisch. In unserer Welt normal. Och, du armer kleiner Welpe. Ja, meinst du so Sachen wie zum Beispiel, dass ich die Welpen da mal hochgenommen habe und was weiß ich, das... Nee, es geht nicht darum, dass du den Welpen nicht hochnehmen darfst. Es geht darum zu gucken, in welchem Moment tust du das. Ja, ich meine ja gerade, irgendein Fehler, weil ich kann mich daran erinnern, bei der Lu war das so, die ja auch noch da ist, als sie die Augen aufgemacht hat, zum Beispiel habe ich sie hochgenommen, einfach nicht jetzt um süß, sondern gucken, ist doch alles in Ordnung. Nee, in dem da hat Alter. Die dermaßen geschrien, so mich zum ersten Mal gesehen, und da waren die Eltern total aufgelöst. Danach habe ich sie erstmal gar nicht mehr hochgenommen, gar nicht mehr geguckt, ob alles gut ist, sondern nur von oben betrachtet. Ne? Genau. Aber solche Momente meinst du jetzt nicht unbedingt diesen, aber irgendwas... Könnte passieren. Genau, sowas. Ich würde es jetzt nicht, also in der Zeit, wo der Welpe die Augen aufmacht, da ist noch ein bisschen früh. Ja, ich meine, es war halt nur ein Beispiel. Genau. Aber irgendwas, was in der speziell so 6., 7., 8. Woche, da wo die Welpen so ein bisschen die Nähe der Mutter verlassen und so ein bisschen mehr nach außen drängen. Ein bisschen mehr mit dem Vater, ein bisschen mehr Erkundungsdrang. Verstehst du, was ich meine? Naja. Da könnte. Ja, klar, ich war ja dabei. Genau. Da könnte irgendwas gewesen sein. Aber das ist jetzt sehr, sehr spekulativ. Ich brauche in dem Moment, wo es um Rudel geht, ja, egal ob Familienstruktur oder nicht, brauche ich immer mehrere Informationen aus verschiedenen Situationen, wie das Rudel sich verhält, wo es Probleme gibt, um ein Verständnis dafür zu kriegen, was ist da in der Gruppe los. Ja, weil ein Rudel immer durch die, es ist nicht einfach viermal ein Hund, den du da führst, sondern du hast durch diese vier Hunde, die zusammenleben, eine unglaubliche Dynamik in der Gruppe. Ja, du hast die Beziehung zwischen Vater und Mutter. Du hast die Beziehung zwischen den Geschwistern.
Dann hast du die Beziehung zwischen Vater und Mutter, wenn ein Geschwister dazukommt. Ja? Dann kommen beide Geschwister dazu, verändert sich wieder. Ja? Dann hast du die Konstellation der, von allen Hunden und du kommst dazu. Ja? Dann hast du Vater, dann hast du Mutter und die beiden Töchter und du kommst mit dem Rüden dazu. Wieder eine andere Konstellation. Also das sind unglaublich viele Geflechte, die ich mir da angucken muss, um Informationen zu bekommen, wo gibt es eine Störung, wo kann ich was optimieren, wie muss ich das Verhalten eines Hundes verstehen, damit ich die Gruppe sauber führen kann. Ja, vielleicht bei sauber führen fällt mir ein, vielleicht hast du noch einen Tipp, und zwar, beide Jungtiere gehen nicht alleine mit mir spazieren. Also ne, sind ja normalerweise, ich gehe immer mit allen vier, ich habe die alle vier dabei. Aber irgendwann habe ich natürlich mal angefangen, die sind große Hunde, mal die zwei, mal die zwei. Was heißt das, mal die zwei? Mal die Eltern, mal die Kinder? Oder nee, immer Mutter, Toffi mit einer Tochter, im nächsten Gang mit Colin und der anderen Tochter, dann Toffi und Colin zusammen oder die Kinder zusammen. Ne? Aber die beiden, das funktioniert auch, wenn sie zu zweit sind, aber alleine geht keiner von denen. Das heißt, du kannst eine der Kinder nicht mitnehmen? Kann ich schon, aber es ist ein Riesendrama. Die pinkeln dann nicht, die machen gar nichts. Das ist einfach nur Stress. Noch, ne? Das ist noch viel zu früh. Die sind schon fast ein Jahr. Wie zu früh? Echt? Ja, die sind noch nicht läufig gewesen. Die sind noch nicht läufig gewesen. Nee. Ja. Das ist zu früh. Kann das sein, dass die Läufigkeit zurückhalten, weil die Mutter gerade läufig ist? Oder weil die Toffi ist jetzt läufig? Ja. Beide fast ein Jahr, noch nie läufig gewesen. Ist eine Möglichkeit, ja. Das wäre so, die Mutter ist Malamut. Ja. Also sehr, ist ja eine recht ursprüngliche Rasse. Und die Hunde verhalten sich zum Teil dann gerade in Bezug auf Fortpflanzung und Läufigkeit noch sehr ursprünglich. Wie viel haben die vom Vater, wie viel haben die von der Mutter mitbekommen, die Welpen oder die Junghunde? Mehr Vater oder mehr Mutter? Mehr Mutter. Ja. Also von der Optik nicht, aber wenn ich nicht wüsste, dass... Und Toffi ist eine recht souveräne Hündin, ne? Ja. Ja. Dann kann das sehr gut sein, dass sie sich so weit runterregulieren und sagen, wenn die Mutter läufig ist, werden wir nicht läufig. Könnte sein. Aber das wird sich zeigen. Also das kann auch einfach deren Entwicklungszyklus sein. Also was halt auch typisch ist für ursprüngliche Hunde ist, dass die so ein bisschen in ihrer Entwicklung ein bisschen langsamer voranschreiten als domestiziert, länger domestizierte Rassen. Nicht weiter gezüchtete Rassen, Retriever, deutscher Schäferhund oder sowas, die einfach von ihrer Entwicklungsgeschichte ein bisschen schneller sind. Und je mehr es in diese ursprünglichen Rassen geht, umso länger dauert die Phase manchmal. Deshalb würde ich auch, egal ob Läufigkeit oder nicht, wenn eines der Kinder dir sagt, nimm mich nicht von meiner Gruppe weg, das stresst mich, ja, dann musst du dem nachkommen, dann musst du das ernst nehmen und sagen, okay, wenn du noch nicht so weit bist, dann brauchst du halt noch den sicheren Hafen der Gruppe. Ja, da muss man halt manchmal so machen, wenn man im Spazieren ist, dann habe ich halt Toffi und Colin an der Leine und die beiden anderen laufen, weil bei denen, ne, die kommen halt wieder, die passen auf, genau, wo ich bin. Ja. Das habe ich einfach so für mich etabliert, ne, dass es halt keinen Sinn macht, alle vier laufen zu lassen. Weil wenn, ne? Würde auch gehen, aber da musst du die Art der Führung verändern. Dann geht es wirklich um eine ganz andere Art von Führung, über die wir sprechen. Dann geht es nicht mehr um Gehorsam der Hunde, dass du die abrufen kannst, wenn irgendwas ist, sondern dann geht es darum, dass die Hunde wissen, du verwaltest den Raum. Ja, und es gibt eine Grenze des Raums. Und zwar nicht durch ein Kommando definiert, sondern durch deine Präsenz definiert. Das ist so eins meiner Lieblingsthemen in der Führung. Führung hat nichts mit Kontrolle und Dressur zu tun. Führen heißt nicht, ich sage dem Hund, er soll zurückkommen. Und wenn er das tut, ist es eine gute Führung. Ja, Führung bedeutet, es gibt einen Leuchtturm in der Gruppe und an dem orientieren sich alle. Ja. Und gerade in der Rudelhaltung ist es so, du solltest einen klaren Führer innerhalb der Hundegruppe haben, das ist offensichtlich deine Hündin. Ja? Dann braucht aber die ganze Hundegruppe noch jemanden, der, ich sag mal so, den Weg in die menschliche Welt vernünftig verwaltet und das bist du. Und dazu gehört eben, wie begegne ich anderen Hunden, wie begegne ich anderen Menschen, ja, wer darf mir die Hand geben, ohne dass mein Rüde dem am Arsch hängt oder sowas. Ja, lauter so Kleinigkeiten. Ja, man muss auch manchmal an dem menschlichen Denken arbeiten, weil zum Beispiel als Leute da waren, und die hatten 7 Welpen, 2 sind ja da geblieben, dann kamen Leute vorbei, die dann die Welpen angucken wollten und so weiter. Und ich habe dann den Colin teilweise weg, weil der halt so blöd ist manchmal. Ne? Und irgendwann habe ich dann zu einem Paar gesagt, die da waren, die auch einen Welpen bekommen haben, ich lasse den jetzt mal raus und gucken wir mal, was passiert. Aber es war mein ungutes Gefühl und im Nachhinein habe ich gesagt, ich hätte darauf hören sollen, dass ich meinen Hund kenne, weil er hat gar nichts gemacht. Er hat einfach nur geguckt, mal rumgekackt und dann war gut. Ne? Er hat halt geschnüffelt, gut war. Ne? Also er ist gar nicht so schlimm, irgendwas. Aber bei schlimm fällt mir ein, und zwar bringe ich dir schon mal gerne
schon mal gerne, also was weiß ich, alle 2 Monate mal in die Pension, wenn ich irgendwo hin muss. Hundepension. Ja. Mhm. Wenn ich irgendwas habe, wo ich sie nicht mitnehmen kann und kein Mensch in meinem Freundeskreis nimmt 4 Hunde, vor allen Dingen, weil die halt groß sind, habe ich aber manchmal das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, wenn sie da wieder wegkommen. Da saßen dann zum Beispiel, die Lou sitzt im Auto und hat den Kopf die ganze Zeit eingezogen. Das ist eine der Kinder. Einer der Kinder und verhält sich ganz, ganz seltsam. Ja. So, ich, wenn ein Mensch wäre, würde ich jetzt sagen, du hast ja fast schon autistische Züge, so ungefähr. Wie ist das auf dem Weg zur Pension hin? Also Autofahren finden sie immer super, wenn sie dann merken, man fährt so da in den Weg rein, wo die Pension ist, dann freuen sie sich auch und setzen sich auch schon hin, normal liegen sie ja. Und dann leitet man die an, dann geht man da rein, dann können die gar nicht schnell genug die Gattertür aufhaben, da springen die Besitzerin an, was weiß ich nicht noch, weg sind. Und das ist Freude. Sieht so aus, aber es klingt nicht nach Freude. Nee, meine Fragestellung ist ja schon so gemein, ne? Warum sollte sie... Naja, wenn du sagst, ist das Freude denn, und das ist schon so eine Frage, also für mich sieht es nach Freude aus, aber... Warum sollte sich ein Hund auf sowas freuen? Also ich habe halt immer gedacht, okay, da sind noch andere Hunde und haben so Spaß. Wie viele sind denn da? Wie viele andere Hunde sind da? Manchmal 8, 9. Mit meinen dann, ne? Also 4 andere und meine 4 zum Beispiel. Beschreib mal den Moment, wo die Hunde aufeinandertreffen. Wie sieht das aus? Du holst deinen Hund aus dem Auto, gehst in Richtung Gatter, hast du gerade gesagt, und dann? Dann macht die das Gatter auf, ich lasse die von der Leine. Wo sind die anderen Hunde dann? Irgendwo im Gehege. Das heißt, die ballern da rein... Und die anderen Hunde ballern dann zu Begrüßung. Manchmal ist so, dass die auch damit reingeht und sagt, du musst das gerade dann mal checken. So, ne? Also sehr selten, und wo ich es gerade erzähle, fällt es mir gerade auf, sehr selten bringe ich die Hunde selber rein. Also wirklich zu den anderen Hunden. Sie nimmt die mit? Mhm. Ei. Ei. Also quasi ist ein Gatter und dann ist halt Hundegehege. Ne? Mhm. So, und ich gebe sie ihr dann und dann... Mhm. Wie ist das Energieniveau deiner Hunde, wenn die da reingehen? Zu den anderen Hunden. Die geben direkt Gas und wenn ich die laufen direkt los. Ich höre sie dann ja auch, man kennt ja seinen Hund bellen, die bellen dann auch. Und die hat schon mal gesagt, dass die untereinander, also ganz, ganz schlimm sind die beiden Geschwister zu den anderen Hunden. Also im Doppelpack geht gar nicht. Okay. Der Colin macht das easy, aber die beiden Mädchen. Wie machst du das dann? Müssen die dann getrennt werden? Oder? Ja, das war mal ein Vorschlag, ob man die nicht mal trennt, also 2 und 2. Die einen in dem Gehege, die anderen in dem Gehege. Und habe ich gesagt, und klappt das denn? Ja, das klappt schon besser, aha, aber irgendwie gefällt mir das nicht so gut. Also ne, ich habe so ein komisches Bauchgefühl dabei. Wie weit gehen die dann im Doppelpack, die gucken sich dann jemanden aus oder was? Also im Doppelpack jetzt nicht Toffi und eins von den Mädchen oder Colin und eins von den Mädchen, sondern wirklich nur die beiden Mädchen, die Geschwister. Mhm. Die werden getrennt in der Pension. Was passiert sonst? Was weiß ich, die Ivy hat Stress mit einem anderen Hund, ein jüngerer Hund. Dann kommt die Lou und geht direkt mit drauf. Also ne, die Maßregeln, denn die machen wirklich, es geht nur ums Maßregeln. Das stört die Pensionsleitung dann. Ne? Wobei, ich weiß nicht, ob das so verkehrt ist. Ne? Dieses Maßregeln, dass die jüngere Hunde Maßregeln. Ich würd mal ein bisschen früher anfangen. Also für mich klingt der Weg rein in diese Pension oder in dieses Gehege schon so, dass da wichtige Signale der Hunde übersehen werden. Du hast es eben gesagt. Ne? Ist das Freude? Kann das auch was anderes sein? Ist es Überforderung? Ist es Stress? Was auch immer. Ich frage mich dann immer, wo kommt das in der Natur der Hunde vor? Dass Hunde Gruppen so aufeinandertreffen und mehr oder weniger gezwungenermaßen Zeit miteinander verbringen müssen. Und jetzt bringst du einen Familienrudel dahin. Ja? Du bringst ja Vater, Mutter und 2 Kinder dahin, die für sich schon mal eine sehr abgeschlossene Gruppe sind. Ja? Und dann bringst du die in eine Pension, wo von außen wildfremde Hunde kommen, also mehr oder weniger wildfremd, die in diese Familienstruktur eindringen. Warum sollten sich Hunde darüber freuen? Die sprengen die im Prinzip, die anderen, ne? Wenn man es genau nimmt. Um Gottes Willen. Ja, wenn ich so manchmal höre, dass, wie hat sie es genau gesagt, die Hunde sind nicht im Rudelverband, wenn die in der Pension sind. Ne? Mhm. Und da, also eigentlich schrillen da schon so ein paar Glocken. Ja, weil dann jeder seinen eigenen Weg geht und das ist irgendwie nicht das. Genau, bei mir auch gerade. Und das im Alter von einem Jahr, wo die Hündinnen, also die jungen Hündinnen, dir ganz klar sagen, wir brauchen unsere Eltern. Du kannst uns nicht alleine aus der Gruppe rausnehmen. Und dann geht es in der Pension nur so, dass die getrennt werden. Das fühlt sich... Also das muss nicht hochdramatisch sein, ja? Ich habe mir nur angewöhnt, einfach auf einem Level zu gucken und zu beobachten und Emotionen der Hunde mitzukriegen, wo ich sage, das reicht mir als Störung, um zu sagen, würde ich mit meinen Hunden nicht machen.
Ich möchte, dass meine Hunde auf andere Hunde treffen, die in Ordnung sind, die in Ruhe sind, die sich respektvoll gegen anderen Hunden gegenüber verhalten, wo auch meine Hunde mit einer entsprechenden ruhigen Energie auf andere Hunde treffen. Ansonsten kommt da am Ende nur Kackeball raus. Und dann äußert sich das darin, dass dieser ganze Stress, der da besteht, von den beiden Kindern gelöst werden muss, dadurch, dass man sich einen aussucht und den vermöbelt. Ja. Das ist eine ganz, ganz, ganz beschissene Lernerfahrung, die jungen Hündinnen da machen, weil die glauben, so schafft man Ordnung. Das ja, Dilemma ist, ja zu Hause nicht gelernt eigentlich, ne? Also so Ordnung zu schaffen. Ne? Ja. Nee, bei euch läuft es ja anders. Da gibt es ja eine souveräne Leithündin, die sagt denen, wie man sich verhält und wie man sich benimmt. Und jetzt wird jetzt ein bisschen hart für dich. Jetzt habe ich dich in zwei dummen Situationen schon ertappt, wo du so ein bisschen Störung reinbringst. Ja? Das eine ist, die Hunde in eine Pension zu bringen, wo sie eigentlich nicht hingehören. Jedenfalls nicht auf die Art und Weise. Und das andere ist, dass ein Hund, der sich der Mutter unterwirft, dir leid tut und du baust sie künstlich auf. Ich übertreibe das jetzt so ein bisschen. Einfach nur, um das verständlicher zu machen. Und das klingt für mich nicht danach, dass sich das auf einem dramatischen Level abspielt. Ja, wo wir sagen, ich muss innerhalb der nächsten 5 Tage vorbeikommen. Ja, meinst du? Nein, die Problematik in deiner Gruppe. Das ist ja nichts Hochdramatisches, wo du kurz davor bist, einen Hund abzugeben, weil es sonst nicht funktionieren würde. Und das macht es eben so tricky. Ja, das Gefährlichste in einem Rudel ist, wenn es so gerade gut geht. Ja? So, und innerhalb der eigenen 4 Wände hast du ja keinerlei Probleme. Nee. Oder nur wenig. Ja? Minimalste. Oder. Habe ich richtig verstanden. Ne? Minimal. Ja. Gehen mir manchmal auf den Keks, aber das. Ja, das. Ich gehe mir auch manchmal auf den Keks. Ich mir auch. So, und dann gucke ich halt wirklich ein bisschen feiner hin und schaue, wo kann ich noch was optimieren. Und in einem Rudel gibt es halt einfach dieses Phänomen, du hast nicht 4-mal einen Hund und musst 4-mal einen Hund managen, sondern du hast die Dynamik einer Gruppe, die du managen musst. Und wenn ein Gruppenmitglied mit irgendwas ein Problem hat, dann bringt der mit seinem Verhalten eine Dynamik in die Gruppe, ja, die die anderen ansteckt. Und dann hast du plötzlich nicht mehr einen Hund mit einem Problem, sondern du hast einen Hund, der damit ein Problem hat und der gibt das an die anderen weiter und plötzlich hast du eine Gruppe in Aufruhr. Du meinst, es könnte zum Beispiel auch sein, weil Pension ist nicht so eine gute Idee offenbar, ne? Mache ich ja jetzt auch nicht ständig, aber ab und zu. Ich würde es anders managen. Ich will ja, ich habe ja nichts dagegen, Hunde mal. Ja, ich habe ja schon intuitiv mal irgendwann gesagt, ich möchte nicht mehr, dass die getrennt werden. Damit zahle ich lieber mehr, lass die in einem. Genau. Ne? Dass die zusammenbleiben. Genau. Weil ich stelle halt fest, dass die beiden Hündinnen, also die Kinder, ihren Vater platt machen. Oder es zumindest versuchen. Bis. Ja. Also im Garten spielend. Und dann geht der eine drauf los. Der eine packt ihn im Nacken, meinetwegen, der andere am Schwanz. Dann hat er gar nicht mehr wirklich Chance. Dann hört man ihn mitunter schon mal jauen oder bellen, weil ihm das dann zu viel wird. Und entweder ich greife ein. Mhm. Und wenn ich nicht schnell genug bin, dann die Toffi. Ja. Dann geht die sofort dazwischen. Aber interessanterweise ist das nur, wenn ich nicht mit im Garten bin. Mhm. Ne? Also wenn ich dabei bin, kann ich ganz einfach abstellen. Ja, dabei bleiben, ist schon klar. Oder die Hunde nicht allein in den Garten lassen. Ja, oder so. Zumindest bis die Kinder erwachsen sind. Ich finde es trotzdem irre, dass sie das machen, dass sie es überhaupt probieren im Doppelpass. Ja, da ist. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht dem Hund irgendwas unterstellen, weil vieles von dem, was wir machen, ist ja interpretieren. Wir interpretieren irgendwas in Hundeverhalten rein. Ja? Ich könnte jetzt was in das Verhalten des Rüden rein interpretieren, ich könnte auch was in das Verhalten der jungen Hündinnen rein interpretieren. Ich würde mir eher anschauen, was hindert den Rüden daran, seine Funktion, seine Rolle als Rüden innerhalb der Gruppe auszuleben. Stark zu sein. Ja? Sodass die Kinder gar nicht auf die Idee kommen, dem auf den Kopf rumzutanzen. Aber kann das muss ich gerade mal zwischenfragen, kann das sein, dass das mit der Kastration zusammenhängt? Weil ich habe den kastrieren lassen. 2-3 Monate, also bevor die Toffee nochmal heiß wird. Mhm. Also ist ja nicht so lange, ne? Mhm. Kann das sein, dass er dann. Definitiv. Definitiv. Das ist natürlich eine ganz andere Energie. Ne? Bei einem kastrierten Rüden hast du eine andere Energie als bei einem intakten. Und es kann sein, dass du den Rüden dadurch in der Gruppe geschwächt hast. Ja, und dass den Töchtern jetzt wirklich jemand, ein Vater fehlt, der wirklich voll in seiner Kraft steht und sagt: An mir könnt ihr euch orientieren, an mich könnt ihr euch anlehnen. So, und jetzt braucht der Rüde ein bisschen mehr Unterstützung von dir, weil durch die Kastration hast du ihm ein bisschen was genommen und jetzt braucht es an irgendeiner Stelle wieder so ein bisschen Fundament, ja, damit die Töchter auch sehen, das ist unser Vater, der lebt uns was vor. Ja, ich hatte halt
wir kennen uns ja, ich weiß ja, ich hatte noch nie einen kastrierten Rüden, aber ich hatte halt einfach keine Wahl. Mit drei Mädchen, die heiß werden können, ja, war das für mich gar keine Debatte. Auch für den Rüden, auch auf ja, ja, genau. Entweder die Mädchen oder er. Mhm. Und trotz Kastration sehe ich ja, Herz im Kopf, die Toffee ist heiß. Und Das ist ja auch nicht, ich würde das nicht pauschal ablehnen, eine Kastration. Mhm. Es geht eher darum, jetzt zu schauen, was kannst du für den Rüden innerhalb der Gruppe tun. Und was mir oft auffällt, jetzt unabhängig von Rudelhaltung oder nicht, ist, dass gerade Rüden innerhalb der Gruppe relativ sanft und gutmütig sind, ja, fast schon Weicheier. Und in dem Moment, wo es nach draußen geht, schießen die übers Ziel hinaus, was Aggression angeht. Ja, ja, das kommt mir bekannt vor. Genau. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass innerhalb der Gruppe eine Schwäche ist. Aber nicht eine Schwäche im Sinne von deiner Führung oder so, sondern dass alle Mitglieder der Gruppe nicht so dastehen, wie sie stehen könnten. Also so kräftig und souverän und selbstsicher. Ein souveräner Rüde hat es nicht nötig, rauszugehen und in der anderen Gruppe irgendjemanden zu attackieren. Ja? Der guckt sich das an und sagt, lohnt sich das, muss das sein? Nee, muss es wahrscheinlich nicht. Das setzt aber voraus, dass der das wirklich in allen Bereichen seines Lebens so leben kann. Und ich glaube, dass das innerhalb der Gruppe, durch die Kastration und dadurch, dass du das noch nicht wieder aufgebaut hast, dass er da ein bisschen was an Kraft verloren hat. Ich weiß, was du meinst, weil das mit dem souveränen Rüden war ja damals, als du bei uns im Rudel warst, auch so. Der Balu, den ich damals hatte, der war ja auch nicht kastriert. Mhm. Und der ist ja da auch mit Mädchen, Jungs, unkastriert, kastriert, was weiß ich, rumgelaufen, hat halt einfach durch Anwesenheit alles geregelt. Ne? Genau. Das fehlt dem Colin halt völlig. Ne? Genau. Also nicht völlig, aber ist ganz anders. Und natürlich kommt auch ein bisschen, also ich bin kein Freund davon, Verhaltensweisen auf eine bestimmte Rasse zu reduzieren. Zu sagen, das ist jetzt Mali-typisch oder so. Ne? Aber die bringen natürlich auch von der Rasse her noch eine bestimmte Nervosität oder eine bestimmte Energie mit. Mhm. Ja? Die fackeln dann auch nicht lange. Ja? Und entscheiden relativ schnell. Ja, die sitzen nicht da wie eine Dogge und sagen, mal gerade überlegen, mache ich das oder lasse ich es lieber. Die machen einfach, weil die kennen nicht machen, kaum. Ja? Ja, das stimmt. So, und was ich mir angewöhnt habe, ist, gerade in einem Rudel, nicht auf das Fehlverhalten, in Anführungszeichen, des Hundes zu reagieren, der offensichtlich das Problemverhalten zeigt, sondern mich dazu von diesem Hund leiten zu lassen und zu gucken, wo ist die Ursache. Ja, und dann auf deine Frage, spiele ich eine Rolle für die Hündin? Natürlich tust du das. Ja klar, spielst du. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin für sie nur Beiwerk. Nur auch du musst auch gar nicht da sein, ich regel das hier alleine. Nein. Sie möchte dich nur anders sehen. Sie möchte sehen, dass du Dinge anders regelst. Naja, weißt du, wir lachen manchmal darüber, wenn sie dann die anderen zusammenkackt, sag ich jetzt mal. Und ich ihr dann Bescheid sage, dann guckt sie mich auch immer so ganz vorwurfsvoll an. Mhm. So. Also wenn sie reden könnte, würde sie tatsächlich sagen, warum mischst du dich jetzt hier ein? Ja. Ich habe das alles voll im Griff. Und da sind wir wieder bei der Einstiegsfrage. Ist eine Familiengruppe was anderes als eine willkürlich zusammengestellte? Ja, natürlich ist sie das. Weil sie ist die Mutter. Sie ist die Mutter der dieser beiden Hunde, die da leben. Und ja, man hört ja immer diese Ammenmärchen, dass das dann irgendwann vorbei ist und dass sie sich nicht mehr erkennen oder so ein Kram. Ne? Ja, das ist von Menschen erfunden. Ne? Ja, es gibt keine Mutter auf der Welt, weder unter Tieren noch unter Menschen, die ihre Kinder vergisst. Das gibt's nicht. Zumindest nicht unter Säugetieren. Das wär ein Fehler der Natur. Und die Natur macht keine Fehler. Kein Problem. Die Natur macht keine Fehler. Ich habe gerade eine coole Idee, also auch mit Blick auf die Uhr. Also ist noch nie ein Interview so schnell vorbeigegangen wie das. Ich könnte noch stundenlang über Familien und Rudelstrukturen und so reden. Folgende Idee. Du hast mir eben in dem Vorgespräch gesagt, ich soll unbedingt mal vorbeikommen und mir das angucken. Was hältst du davon, wenn ich das mit Kamera mache? Kannst du machen. Ja? Im Drecksgarten, okay. Bitte? Im dreckigen Garten. Ah, ist egal. Das geht ja um die Hunde, nicht um den Garten. Der Vorteil wäre, dass die Zuschauer jetzt dann auch ein Bild hätten von dieser Gruppe, weil das ist unglaublich spekulativ, über eine Gruppe zu reden, die man nicht sieht. Ich würde mir das angucken, würde die ganze Zeit mit der Kamera rumlaufen. Mach das. Und würde das kommentieren und dann machen wir quasi Teil 2. Mhm. So sieht es bei Knuts im Garten aus. Super, ich freue mich. Super. Tanja. Dankeschön. Damit ist der Besuch schon mal abgegolten von mir. Danke. Der obligatorische Gutschein. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich hoffe, es kommen noch ein paar Rudelthemen, weil das ist so umfassend. Ja, ich bin noch nicht so alt, da kommt noch was. Gut, ja, vielleicht sehen wir uns in einem Jahr oder so nochmal wieder. Vorher schon. Ich freue mich auf den Besuch bei euch und auf die Videos.
Euch ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.